weiß jetzt nicht, ob ihr die schon gesehen habt, aber es gibt da so ein neues Video, beziehungsweise neue Videos von Novak Djokovic, wo er, glaube ich, seinen neuen Schläger testet. Da sieht man also seinen Platz kaputt hauen und sowas. Und Okay, ganz so geheimnisvoll, wie das jetzt gerade schien, war es natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier 4 Schläger, die alle gleich aussehen. Völlig schwarz markiert, bis auf so leichte Waben hier. Ich hoffe, die seht ihr jetzt noch in der Großaufnahme. Das Ganze wurde begleitet von einem Brief von Herrn Djokovic. Dieser Brief besagt, dass das Racket einfacher zu schwingen sein soll, aber deutlich mehr Schwung generiert. Verbaut ist, ich denke, ihr habt das G schon mal gesehen. Das sieht für mich aus wie so eine Honigwabe oder generell eine Wabe. Und er nennt das hier nur G-Technology. Was auch immer jetzt das G heißt, das weiß ich nicht. Insgesamt habe ich hier jetzt 2, zumindest steht das hier drauf, Speed-Modelle und 2 Instinct-Modelle. Die sagen mir persönlich überhaupt nichts. Es gibt keine, das wäre jetzt normalerweise die Stelle, wo ich sagen würde, welche Specs der Rahmen hat. Hier steht gar nichts. Hier steht weder Name noch Gewicht, Balance, irgendwas, null. Das Einzige, was hier steht, ist eine Bezeichnung namens M0446 zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Das sind halt irgendwelche Prototypen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, da gab es auch noch eine Aktion von Head, ich glaube unter Head.com G, also dem G. Es gibt weltweit irgendwie 50 von diesen Kellen oder so und jetzt habe ich so eine Nummer hier, sind mir irgendwie zugeliefert worden. Das heißt für mich, ihr kennt mich, rauf auf den Platz und testen. Was unter anderem sofort auffiel, war das Gewicht bzw. scheinbar die Gewichtsverteilung, weil ich habe alle Schläger mal gemessen und mal verglichen mit meinem Prestige MP und der war deutlich schwerer, fühlte sich aber deutlich leichter an. Das bedeutet für mich, wenn man die Balancen der früheren Speed-Modelle Pro zum Beispiel oder der 315er MP vergleicht, das ist die gleiche Balance wie beim Prestige MP, den ich jetzt mal als Referenz dabei genommen habe, aber das Swing Weight scheint was völlig anderes zu sein. Auch wenn die Schläger auf der Waage leichter sind, fühlt sich das auf dem Platz nicht so an. Ich glaube, das liegt mit am Swingweight, wie gerade schon gesagt. Auf jeden Fall, da kann ich Herrn Djokovic und seinen Worten in dem Brief nur beipflichten, da kommt eine richtige Menge Speed bei raus. Das gilt allerdings nicht nur für den namengebenden Speed, sondern auch für den Instinct. Für mich persönlich war der Speed aber noch ein bisschen griffiger und insgesamt ausgewogener und fühlte sich noch mehr nach dem an, was ich zum Beispiel persönlich suche. Das von mir handabgezählte 16x19 Seitenbild, zumindest bei 2 der neuen Schläger hier, ist natürlich, wie man das kennt, sehr spin-unterstützend, gerade noch mit dem, wie ich finde, etwas mehr Gewicht im Kopf, also der Kopflastigkeit, ein sehr guter Garant für richtig guten Spin. Und kommen wir zu meinem Lieblingsthema, dem Aufschlag. Das ist für mich zwar schon, aber für den Gegner nicht feierlich. Ich habe damit um Klassen schneller und um Klassen präziser aufgeschlagen, als zum Beispiel mit meinem Prestige MP. Und ich versuche noch zu ergründen, woran das genau liegt, weil eigentlich der MP für mich so eine Wunderwaffe ist. Aber vielleicht werde ich ein bisschen schlauer, wenn es dazu mal Daten gibt, beziehungsweise wenn ich was rausgefunden habe, was eben die Specs dieser neuen Schläger sind, beziehungsweise was auch vielleicht das G darauf sagt. Ich weiß es gerade nicht. Insgesamt aber ein sehr, sehr interessanter Test und ich bin sehr darauf gespannt, die fertigen Infos zu kriegen, wenn die fertigen Rahmen ankommen. Heißt also in kurz gesagt, das könnte der Schläger von Djokovic sein, der Instinct könnte der Schläger von Sharapova und könnte der Schläger von Berdych sein, ich weiß es aber nicht. Von den Specs, beziehungsweise wie ich mir denke, dass die Specs sind und wie es sich anfühlt, ist der Geselle hier definitiv ein Aspirant, um Djokovic-Kelle zu sein. Ich bleibe da am Ball, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gekriegt und sobald ich da was Neues weiß, sage ich euch wieder Bescheid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.